Hey Leute, ich bin André und willkommen zu Dr. Mario World. Ja, das neueste Spiel von Nintendo ist, glaube ich, heute rausgekommen, wenn ich dieses Video hochlade. Auf jeden Fall, es ist Dr. Mario auf dem Handy. Wow, mit Super Mario Run hat Nintendo ja auch schon etwas probiert. Und fangen wir erstmal an. Oh nein, überall sind Viren. Da dürfen wir nicht tatenlos zusehen. Das ist meine Stimme vertaut, ist Kacke. Wir müssen sie bekämpfen. Ja, das ist Dr. Mario World auf dem Handy. So, Kapseln 20. Beseitige alle Viren. Es sind rote. Okay. Viren lassen sich mit Hilfe von Kapseln beseitigen. Ich zeig dir mal, wie das geht. Okay. Ziehe die Kapsel auf dem Bildschirm, wenn du sie loslässt, steigst sie nach oben. Okay, ja, ich glaube, ihr wisst alle, wie Dr. Mario funktioniert. Ich hoffe es. Oder, naja, tippe eine Kapsel kurz an, um sie zu drehen. Okay. Ja, ist gut. Ich weiß, wie Dr. Mario funktioniert. Okay, ich habe nichts mal gemacht. Das ist super. Ich habe nichts gemacht und das erste Level ist schon fertig. Super. Beseitige alle Viren. Start. Es gibt Ingame-Käufe, wie eigentlich oft. Beseitige alle Viren. Okay. Ah, Dr. Mario macht so Spaß. Ich mag die Musik von Dr. Mario. Oder so. Nice. Level 1. Level 2. Level 1. Was auch immer. Geschafft. Okay, weiter. Ah. Super. Ah, das war doch noch nicht Level 1. Das war Level 1. Ich dachte, das wäre Level 2. Beseitige alle Viren. Ja, es gibt in dem Spiel auch endlich grüne und lilane. Aber ja. Als nächstes haben wir die blauen Viren. Okay. Das war jetzt nicht schwer, also das war wirklich leicht. Selbst für mich. Bonuspunkte, yay. Immer gut. Könnt ihr euch übrigens kostenlos downloaden? Beseitige alle Viren. Nein, noch nicht. Das ist die Overworld. 20 Level bis jetzt. Ha. Es kommen neue dazu. Okay. Shop. Ihr könnt euch hier Sachen kaufen. Gratis tägliche Geschenke. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wer verdammt viel ausgeben will für dieses Spiel. So. Nintendo hat es eigentlich verdient, mal ein bisschen Geld zu bekommen von uns. Nein, nicht wirklich, nicht ganz. Und gelbe, blaue und rote Viren auf einmal. Aber ich persönlich würde für Free-to-Play-Spiele am besten kein Geld ausgeben, weil es ist Free-to-Play, sonst... So, die sind weg. Es dauert ein bisschen länger. Die sind weg und die sind auch weg. Mit nur 3 Kapseln. Das ging gut. Das ging wirklich gut. Oh ja. Extra Punkte. Es läuft. Perfekt. Gerade. Und die droppen Münzen. Okay. Oh, das sind viele. Das sind viele gelbe. 17 insgesamt. Ready, go! So, gelb und blau hierhin. Gelb und rot hierhin. Gelb. Blau. Ich hab die Kapsel falsch gesetzt. Super. So. Und so,
Das ist jetzt ein bisschen scheiße gemacht von mir. Aber das klappt schon irgendwie. Ich pack mal das hier hin. Eine Regenbogenkapsel. Wow. Nintendo, what the fuck? Ich glaube, ich hab's so. Nein. Ach, shit. Und verloren. Wow. Keine Kapsel mehr übrig. Weiter. Aber einfach gratis. Ich fange mit einer Regenbogenkapsel an. Mache ich mal hier hin. Gelb und gelb. Dann habe ich hier die letzten beiden roten. Fertig. Level 4 oder 5. Beendet. Auch wenn ich einmal verloren habe. Damn. Ah, passt schon. Und so sind wir jetzt bei Level 5. Aber ich guck mal, was das hier ist. Oh, das sind wirklich Münzen. Okay. Grüne Viren, lilaner. Ja, dann würde ich sagen, das war's für Dr. Mario World für dieses Mal. Wenn es euch gefällt, kommt gerne noch ein zweiter Part raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist free to play. Schaut es euch mal selber an. Es schadet nicht. Vielleicht verliert ihr nur ein paar Minuten eures Lebens. Mehr ist es nicht. Aber, ja. Viel Spaß beim Zocken. Bis dann und ciao, Leute.